Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Smaragd. In der letzten Folge, denke ich, haben wir einem Typen geholfen, seine Brille zu finden. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Ist alles schon ein Weilchen her jetzt. Aber ich weiß, was wir noch tun müssen. Und zwar müssen wir hier wieder rausgehen. In den Metaflur-Tunnel. Mit dir haben wir gekämpft. Doch, mit dir haben wir gekämpft. Ich erinnere mich. Da liegt ein Item. Da liegt ein Item und du bist ein Flormel, oder? Natürlich bist du ein Flormel. Ein Flormel auf Level 6. Ich hoffe, Meryl ist dieser Herausforderung gewachsen. Aquaknarre, was einen schönen Step drauf gibt. Wahrscheinlich hätte der Tackle sogar gereicht. Nee, hätte nicht, wenn schon die Aquaknarre. Ach, Meryl. Meryl. Ja. Gut, das war Flormel. Das überaus übermächtige Flormel. Und wir kriegen hier ein Top-Äther. Und jetzt muss ich erstmal... Haben wir überhaupt... Nein. Ja. Der VM-Sklave und Zickzack hat übrigens auch ein Item. Den EP... Ah, okay. Zickzack stimmt, stand ja eigentlich gerade da, aber ich kann Zick... Du hast Mitnahme, oder? Du hast schon Mitnahme. Oh, ja, du hast Mitnahme. Ah, das ist alles schon wieder so lange her, dass ich das letzte Mal Pokémon aufgenommen habe. Dann kriegt jetzt Meryl den EP-Teiler. Das ist der Bericht. Das ist schon wieder der Bericht. Ja, ist ein sehr schöner Bericht, aber ich würde trotzdem gerne den EP-Teiler bekommen. So. Einfach, damit es jetzt im Kampf ein paar EP mehr kriegt. Und dann... Hallo du da. Auf der anderen Seite dieses Felsens wartet mein Freund. Er gräbt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Er reißt sich die Hände auf, zum Wohle aller. Er ist ein Superheld. Aber was du kannst, kann ich viel besser. Denn ich habe ein übermächtiges Zertrümmerer, Zickzacks. Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockiert, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich. Merkst du mir das etwa nicht an, wie überglücklich ich bin? Ich schwappe geradezu über vor Emotionen. Und daher möchte ich dir diese VM geben. Das ist nicht Surfer, das ist nicht Fliegen, ist das Stärke? Ja, das ist Stärke. Diese VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage sogar, die schwersten Felsen zu bewegen. Heike! Entschuldigung. Heike! Nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Und jetzt gehe wieder. Du stehst mir in der Sonne. Hier in dieser nebligen Höhle. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus, wollte ich eigentlich sagen damit. Und ich werde jetzt einfach stehen gelassen. Naja, wir haben wenigstens eine VM gekriegt. Machen wir den auch noch schnell kaputt. Mach die kaputt. So, und dann gucken wir gleich mal. Zickzacks, du kannst doch bestimmt Stärke lernen. Du kannst nicht Stärke lernen, das ist doof. Wann wirst du nochmal zu einem Geradax? Ich glaube, Geradax kann Stärke. Das Problem ist, wir brauchen Stärke, aber jetzt, um weiterzukommen, okay, dann... Ah, muss einer von euch leider Stärke lernen. Ich glaube sogar, dass Stärke stärker als der Tackle ist. Ich müsste eine Stärke von 40 haben. Okay, okay, 80. Ah, aber ich bin einfach... Oh, Meryl. Nee, Meryl. Obwohl... Ich bin grundsätzlich kein Fan von Stärke. Auch wenn es jetzt, naja. Ja, komm, Meryl. Meryl bekommt Stärke. Ich will weder Stolonia noch Reptile Stärke beibringen. Dann muss leider Meryl dran glauben. So. Bitteschön. Schwupp,
Tackle, Stärke, bla bla. Und dann geht's weiter ins... Flormel oder... Gibt's in dieser Höhle überhaupt Zubat? Ich glaube, hier gibt's sogar nur Flormel und Kleinstein, wenn ich mich nicht irre. So, test mal Stärke gleich mal aus. Das hier ist immerhin schon auf Level 7. Okay, ich habe nichts gesagt. Habt irgendjemand gehört, dass sich jemand über Stärke beschwert hat? Also ich nicht. Oh ja, ich erinnere mich. Ja, ja, wir haben ja hier noch ein Kampfcamp. Hip, hurra. Ah, und ich liebe die Wiesenflohmusik. Erstmal ins Pokémon Center. Und dann werden wir uns gleich als nächstes ins Kampfcamp stürzen. Und ich freue mich gar nicht drauf. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Ich freue mich gar nicht drauf. Das ist so ziemlich das beschissenste Kampfcamp überhaupt. Reden wir doch mal mit den Leuten. Meine große Schwester ist eigentlich sehr sanftmütig. Aber wenn sie so richtig wütend wird, dann bekommt man echt Angst vor ihr. Ich wette, ein sanftmütiges Pokémon ist auch furchterregend, wenn es wütend ist. Okay. Wenn es eine bestimmte Attacke nicht mag, wird das Pokémon sie nur zurückhaltend einsetzen. Und da spielt es auch keine Rolle, wie stark es ist. Ein Pokémon mit einem Zart... Ich habe das wieder falsch betont. Ein Pokémon mit einem zarten Wesen wird beispielsweise ungern seinen Gegner verletzen wollen. Wenn es sein Potenzial nicht ausschöpfen kann, wird es beim Einsatz einer ungeliebten Attacke eventuell versagen. Oh ja, das wird ein Spaß. Meine Gefühle... Ach, du bist eine Frau. Meine Gefühle für Pokémon sind sehr, sehr tief. Oh, hallo. Du hast das jetzt nicht gehört, nicht wahr? Naja, egal. Möchtest du diese TM für deine Pokémon haben? Das wird Rückkehr sein. Das ist Rückkehr, oder? Das ist doch Rückkehr. Meine Gefühle für Pokémon sind genauso wie die Gefühle der Pokémon für mich. Sie kämpfen genauso, wie ich es möchte. Ist das jetzt Rückkehr gewesen? Anziehung, oh Gott, Anziehung. Wir haben Anziehung bekommen, juhu. Und da ist Scott wieder. Wie habe ich den gesprochen? Ich weiß nicht mehr, welche Stimme ich Scott gegeben habe. Welche Attacken hast du deinen Pokémon beigebracht? Ich denke, es wäre für dich von Vorteil, wenn sie sich selber heilen und schützen könnten. Oh, ich glaube, ich habe den irgendwie total übertrieben. Ich probiere es einfach mal. Hallo, ich hoffe dich hier zu treffen. In einem Kampfcamp triffst du auf viele starke Trainer. Und dabei ist es völlig unerheblich, welche Regeln hier gelten oder wie hoch der Gewinn ist. Pago, ich erwarte von dir, dass du dein Bestes gibst. Das kann ich in diesem Kampfcamp nicht. Okay, fangen wir an. Ihr werdet gleich verstehen, was passieren wird. Willkommen im Kampfcamp. Im Kampfcamp von Wiesenflur. Hier wird das Vertrauen der Trainer in ihre Pokémon getestet. Möchtest du dich der Herausforderung des Wiesenflur-Kampfcamps stellen? Eigentlich ja nicht, aber naja. Gut, dann bestimm jetzt deine drei Pokémon! Und dabei blicken wir gleich mal aufs Wesen. Du bist locker. Du bist Solo. Du bist hart. Du bist auch Solo. Hitzig. Oh, hitzig, glaube ich, war gut. Zaghaft bringt uns gar nichts. Wobei du noch die besten Chancen... Dein Wesen, warum musst du zaghaft sein? Okay, Solo war ziemlich gut, wenn ich mich nicht irre. Und dein Moveset lässt aber halt leider noch zu wünschen übrig. Du warst... Halt! Nein! Raus! Du warst hart. Hart war, glaube ich, auch nicht so schlecht, aber... Du setzt am Ende nur Tackle und Zertrümmerer ein. Du warst auch Solo, du hast auch nur einigermaßen... Okay, also wir schicken auf jeden Fall mal Stolunia voran. Locker, weiß ich nicht mehr so hundertprozentig einzuschätzen, war aber glaube ich auch nicht. Ja, wir versuchen's. Dann kommt noch Meryl und Zubiris einfach, weil ich hoffe, dass viele Pokémon mit Normalattacken angreifen, die ja auf Zubiris nichts bringen.
Wird schon irgendwie. Bevor du das Kampfcamp betrittst, musst du dein Spiel speichern. Okay. Also unter den Bedingungen überlege ich es mir doch zweimal, aber ausnahmsweise speichere ich mal mein Spiel. Und der Speicherbildschirm schreit mich an. Schalt nicht dein System aus, verdammt nochmal. Ich glaube, ich übersteuere das Mikro gerade wieder. Gut, dann folge mir bitte. Ja, ich übersteuere. Es hört sich wieder schön an. Dabei habe ich es extra ein bisschen runtergedreht. Oh, es geht los. Ach nee, die schreien ja auch alle. Okay, jetzt kommen aber wieder die lustigen, sinnlosen Texte. Das ist ein Nachtmahr für dich. Oh, mein eigener Nachtmahr, wie schön. Habe ich mir schon immer gewünscht. Gentleman Lars. Mit Illumise. Oh, Level 30. Oh, scheiße, Level... Warum bist du auf Level 30? Okay. Und jetzt seht ihr schon das Tolle an diesem Kampfcamp. Wir wählen die Attacken nicht aus. Die Pokémon wählen selbst nach ihrem Wesen Attacken aus, die zu ihrem Wesen passen. Dabei gibt es so ziemlich drei Kategorien. Die eine Kategorie sind die Pokémon, die hauptsächlich angreifen. Die andere Kategorie sind die Pokémon, die sich eher verteidigen, heilen, ihre Werte hochpushen. Und wenn die auf Level 30 sind, wird das sowieso nichts. Und dann gibt es noch die Kategorie der Pokémon, die so unterstützende Attacken einsetzen. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Weder Illumise macht Schaden, noch Stolonio. Wenn du deinen Walzer einsetzt, ich hoffe jetzt einfach mal drauf. Ich hoffe jetzt einfach, dass du deinen Walzer einsetzt. Das hatte ich natürlich nicht bedacht, dass die... Oh, okay, ein Igler ist in Ordnung, wenn du danach jetzt deinen Walzer einsetzt. Da es aber ein Igler eingesetzt hat, hat es eher ein Wesen, das defensive Attacken einsetzt. Oder ist halt mit Stärke daneben. Im Grunde muss man ja jetzt sagen, man ist jetzt darauf angewiesen, dass die Pokémon, mit denen man kämpft, von der KI gesteuert werden, die auch die Gegner steuert. Und jeder, der schon mal Pokémon gespielt hat, weiß, was die KI manchmal für eine Logik in Bezug auf Attacken hat. Wobei, Zubiris kann seinen Attack nicht einsetzen, das heißt... Okay, es setzt trotzdem mal was ein. Okay, ist gut. Irgendwas wird schon passieren. Sieht mir jetzt eigentlich auch nicht so aus, als könnte Illumise mit irgendwas angreifen. Das kann seine Kraft nicht einsetzen. Solo scheint doch kein aggressives Wesen zu sein. Also ein Wesen, das halt auf Attacken geht. Aber immerhin kommt immer hin und wieder mal ein Nachtnebel durch. Das Ding einmal Wunschtraum einsetzt, ist das eh alles wieder weg. Und da ist der Wunschtraum auch schon. Das könnte ein Weilchen dauern. Illumise will noch mehr. Völlig egal, du kannst eh nicht angreifen. Und Zubiris haut daneben und da kommt der Wunschtraum. Juhu, der Wunschtraum hat sich erfüllt. Setzt du deine Attacken eh schon nicht anständig ein und dann haust du auch noch daneben, Zubiris. Geht ja mal gar nicht. Ist das nicht das tollste Kampfcamp aller Zeiten? Kann seine Kraft nicht einsetzen. Ist Solo... Na, Solo ist auch... Ist Solo ein defensives Wesen? Das würde vielleicht erklären, warum Zubiris nicht angreift. Das hat ja keinerlei Idee. Oh. Ich glaube, ja, wir können den Kampf aufgeben.
Das ist ein Fass ohne Boden. Ich fühle mich geehrt, dass ich deinen Pokémon zuschauen durfte. Das Ergebnis wird gespeichert. Bitte warte einen Moment. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist schon für Sie reserviert. Hast du dein Herz gestärkt und deine Pokémon? Dann komm wieder. Ja, wir werden so im Level 30er Bereich nochmal wiederkommen. So, dann, jetzt wo wir Stärke haben. Moment. Haben wir uns im Wiesenflur umgeguckt? Ich weiß nicht, ob wir uns im Wiesenflur umgesehen haben. Wir gucken auf jeden Fall mal in den Shop, denn ich weiß nicht mehr, was wir noch haben und was uns ausgeht. Hätte vielleicht vor der Aufnahme nochmal kurz in die letzte Folge gucken sollen. Davon haben wir gar keine. Gut, wir haben ein bisschen. Da kaufen wir jetzt mal 10. Das war dumm. Ich hab Sprudel gekauft. Mir fällt da wieder ein. Schutz brauchen wir nicht. In Eco-Rote brauchen wir nicht. X-Spezial braucht kein Mensch. Ich erinnere mich da an was Sprudeliges in unserem Inventar. Ja. Okay. Was soll's. Wäre doch langweilig, wenn man nicht hin und wieder mal ein bisschen Geld zum Fenster rauswirft. Die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt. Nun ein Tunnel zur anderen Seite. Das ist toll. Jetzt kann man ganz einfach nach Metaros City, um Devon-Waren zu kaufen. Ja, hast du recht. Und mit dir geredet? Da war ein Mann, der hat den Tunnel ganz allein für die Frau seines Herzens gegraben. Ich habe das nie so ganz verstanden, aber hey, ich finde es trotzdem klasse. Ich glaube, wir haben mit den Leuten gar nicht geredet. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnserie. Daher werde ich nun meinen Auftritt im Kampfcamp haben. Ah, viel Glück dabei. Hier, glaube ich, war der Kräuter... Nein, hier war nicht der Kräuterladen. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagen die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Hehe. Weit von hier in Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. Schreibt man furchterregend nicht zusammen? Ich muss auf jeden Fall mal kurz einen Schluck trinken. Meine Stimme lässt gerade nach. Ah, gleich viel besser. So, dann gucken wir noch da drüben rein. Das, glaube ich, war der Kräuterladen. War das der Kräuterladen? Nein, das war nicht der Kräuterladen. Ach ja, das war das Haus da von Heikos Onkel. Oh, Pagu! Du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke, auch die Freundschaft zu den Pokémon hat ihm geholfen. Ja, Heiko hat eine ganz interessante Geschichte im Manga. Sehr emotional. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt. Fällt mir gerade ein. Egal, also... Wenn ihr es wissen wollt, lest am besten mal den Manga. Ist eine schöne Geschichte. Ich finde den Pokémon-Manga allgemein ziemlich gut, muss ich sagen. Besser als den Anime. Um Längen. Es ist unglaublich. Der Freund meiner Tochter hat den Tunnel von Hand gegraben. Einfach sagenhaft. Ach, du warst das. Stimmt, da war doch was. Dank dir kann ich meine Freundin jetzt jeden Tag sehen. Ob ich glücklich bin? Nein. Darauf kannst du wetten. Ach, natürlich. Ist das jetzt, ist das dann die Cousine, Tochter, Onkel? Ja, doch, das müsste die Cousine von Heiko sein. Also Heikos Cousine Heike. Was Maike wohl dazu sagt? Wer bist du? Oh ja, ich weiß schon. Du bist Pagu. Heiko hat mir schon viel von dir erzählt. Und du hast ja auch dafür gesorgt, dass mein Freund mich besuchen kann, aber das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin Heikos Cousine. Ha, habe ich's doch gewusst. Nett, dich kennenzulernen. Ich finde, seit Heiko hier lebt, ist er viel gesünder und lebendiger geworden. Bin gerade überlegen, was der eigentlich hatte im Manga. Irgendeine komische Asthma? Hatte der Asthma? Ich glaube, der hatte Asthma. Ich habe gegen dich verloren, Pagu. Aber das betrübt mich nicht. Ich weiß nicht mehr, was du für eine Stimme hattest. Stehe ich gerade auf deinem Kopf?
Sieht irgendwie komisch aus mit dem Sprite gerade. Ich glaube, ich stehe auf seinem Kopf. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trasla mache ich mich auf, die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Pagu. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Na, du wirst mir noch gehörig auf den Keks gehen, das weiß ich genau. Ich weiß, wann wir uns wiedersehen. Und ich hasse dich jetzt schon dafür. Und das ist bestimmt das Haus von Heikos Onkel. Nein, das ist Heikes Haus. Warum? Warum Heike ist die Tochter? Da sind zwei erwachsene Leute, die da wohnen und auf dem Schild steht Heikes Haus. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Wie Heiko. War der Kräuterladen nicht in Wiesenflur? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, der wäre hier gewesen. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich meine natürlich dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es mag dich. Es möchte von dir verwöhnt werden. Ach, du warst das, genau. Moment. Lass mich rauf zu meinem Pokémon. Wasserstein, Level, keine Entwicklung, Level und Level. Nein, wir haben nichts, was sich durch Freundschaft entwickelt. Haben wir auf der Box was sich durch Freundschaft entwickelt? Bei dieser Tante da unten kann man feststellen, wie sehr ein Pokémon einen mag. Und dadurch weiß man bei Pokémon, wie... was entwickelt sich durch Freundschaft? Fluffeluff. Fluffeluff entwickelt sich durch Freundschaft, glaube ich. Oh, mein Pokémon-Wissen lässt langsam nach, merke ich. Nein, wir haben nichts, was sich durch Freundschaft entwickelt. Das ist auch nochmal gut, um sich kurz einen Überblick zu verschaffen. Ninja-Turm ist an sich ein gutes Pokémon für das Kampfcamp hier. Box weiter bearbeiten, ja. Es sieht mir irgendwie danach aus, als hätten wir am Ende des letzten Parts beschlossen, so ein paar Pokémon zu Trainingszwecken mitzunehmen. Ich denke aber, da wo wir jetzt hingehen, könnten wir eventuell ein Makuhita brauchen. Die Frage ist nur, was lassen wir da? Wen lassen wir... Ah, komm. Wir packen das ohne Makuhita. Okay, wir müssen eh nochmal in Malvenfro ins Pokémon Center. Von dem her, jetzt kommt dann gleich noch eine... Schaffen wir das in dem Part noch? Oh, der Part. Wir liken sich eh schon... Wir haben nichts geschafft. Ich denke, wir wandern noch ein Stück des Weges. Zumindest bis zu den Stärkefelsen rauf. Und da werden wir dann den Part beenden. Der schon wieder ganz schön... Ja. Ich sollte ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Doppelkampf. Das machen jetzt. Nein, nicht der Bericht. Nicht der Bericht. Ich sollte aufhören, die ganze Zeit Tasten zu triggern. Zickzacks. Du solltest ein Geradax werden. So. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Na, da bin ich ja gespannt. Zeig mir, wie mein Leben aufregender werden kann. Noch aufregender, als dein ganzes Leben da in der Ecke zu stehen und auf einen Trainer zu warten. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Aroma Lady Doreen. Und das Lieblings-Pokémon von Camper Konrad ist Sandan. Und warum wundert mich nicht, dass die Aroma Lady eine Roselia hat? Zickzack, du bist so gut wie tot. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Nein. Ja, wenn Reptile es angreift, dann sowieso. Du setzt jetzt deine Kopfnuss auf Roselia ein. So sieht's aus. Komm schon. Das reicht. Erledige es. Nein, mach nochmal. Ach, Reptein. Klingt ganz praktisch, dass Zickzack jetzt solche nervigen Attacken gerade abfängt. Und trotzdem noch angreift. Paralysier es. Schade. Und?
Und natürlich ist es vergiftet. Dann wir Zornklingen es. Reicht das? Ich hau lieber noch mit Zickzacks Kopfnuss hinterher. Wie konnte ich davon ausgehen, dass das reichen würde? Ich will die Zornklinge eigentlich nur für Roselia hochpushen. Wobei ich gar nicht glaube, dass das nötig sein wird. Na, du bist eh paralysiert. Dann hat sich's eh erledigt. Dann zornklingen wir gleich Roselia und du versuchst irgendwie das Sandern umzuhauen, Zickzacks. Mit deiner... Ja doch, mit deiner Kopfnuss. Was soll's? Haut ruf! Jetzt heilt es sich auch noch und... Wow. Das war knapp. Auf Einigle einzusetzen. Keiner mag Pokémon, die Einigle einsetzen. Wow. Na gut, du bist ein paar Level hinterher. Ich will's dir nachsehen. Trotzdem ist es jetzt an der Zeit, Schwalbini vorzuschicken. Und da macht Reptile auch noch Schaden, das sehe ich gerne. Das wird nicht viel bringen. Okay, bringt doch etwas zu viel für meinen Geschmack. Bin ja gespannt, ob Reptile noch besiegt wird oder nicht. Das könnte knapp werden. So, und du setzt deinen Flügelschlag auf das Sandern ein. Das setzt man nämlich deutlich zu oft Einigle ein und es hat schon deutlich zu oft Einigle eingesetzt. Es vergiftet nicht auch noch Schwalbini. Dankeschön. Das war's, oder doch, das war's. Ja, das war's. Dann schickt man Meryl auch noch raus. Was soll's? Walzer! Und Flügelschlag. Das war Roselia. Und jetzt, komm, haus um. Und Zickzacks erreicht Level 15. Ja, Werte Meryl erreicht Level 16. Und steigt auch in den Werten an. Sowas Überraschendes. Also das Letzte, womit man rechnet, wenn ein Pokémon einen Levelaufstieg hat, ist doch, dass seine Werte steigen. Ja, ist nicht sehr effektiv, aber... Weil Baum. So. Das war das Sandern. Komm, noch ein Levelaufstieg. Irgendwer. Oder niemand. Auch egal. Moment, hast du auch genug Zeit, dir mein Pokémon anzuschauen? Ich kann heute irgendwie nicht reden. Oh, ich. Also, das war mir zu viel Aufregung. Hauptsache, ich hab Geld in der Tasche. Das ist alles, was zählt. Item. Haben will. Dankeschön, Elixier. Dann würde ich sagen, beende ich hier den Part und im nächsten Part werden wir diesen Typen hier anquatschen. Ich werde aber das Team noch ein bisschen anpassen und flitze deshalb noch kurz zum Pokémon Center. Und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Ich sag Tschüssikowski.